Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Dieser Moment, wenn man so endlich mal mehr getrunken hat und kein Pappmaul mehr hat. Ja, heute ist Freitag und heute habe ich hier mal nicht Leo neben mir, weil der kleine Mann, ich habe ein paar im Mund von Leo. Der duftet gerade vorher, wartet Sekunde. Ja, auf jeden Fall, entschuldigt. Ich hatte gerade ein bisschen Fusselalarm. Ja, auf jeden Fall habe ich euch ja vor, glaube, zwei Videos, könnte aber auch erst ein Video gewesen sein, erzählt, dass ich ja ein kleines Problem habe, weil wir ein neues Telefon brauchen. Und jetzt sind wir endlich fündig geworden. Wir waren bei der Telekom, bei uns in der Gegend, und haben dieses Telefon hier uns ausgesucht. Vorteil des Telefons ist, es hat einen Anrufbeantworter, es ist ein tragbares Gerät, also es ist kein Schnurtelefon mehr. Wie wir erfahren haben, gibt es das gar nicht, was wir ehrlich gesagt schade finden. Also vor allem meine Mom findet es sehr schade. Ja. Ach, da fange ich schon wieder mit diesem an. Da haben wir schon wieder. Da habe ich erst vor kurzem erzählt, dass es mich so stört und jetzt fange ich wieder damit an. Gut, ich gebe mir wieder Mühe, dass ich es nicht so oft sage. Ja, auf jeden Fall hat es auch Bluetooth und es ist einfach zu bedienen und es ist wirklich so, dass es sehr wenig nur in der Hand kribbelt. Also normalerweise tun die das ja viel mehr, sowas wie Telefone, und es ist auf jeden Fall recht gut und es ist leicht und es ist handlich und ja. Das einzig Verwirrende ist direkt in der Anleitung, also ihr dürft euch nicht wundern, die Kiste ist leer, also das Telefon ist bei uns gerade schon auf der Ladestation, also haben wir die leere Kiste hier. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das so ist. Ich werde euch dann bei Gelegenheit mal, wenn ich es dann eine Weile habe, ein bisschen mehr darüber erzählen. Und ja, das war es zu dem Telefon. Ja, aber wir hatten ja auch vor kurzem erst Weihnachten. Und zu Weihnachten habe ich so ein bisschen ein Taschengeld gekriegt. Und von dem Taschengeld habe ich mir einen großen Wunsch erfüllt. Ich habe mir einen Topf gekauft. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal meinen schönen Topf, weil, ja, wenn wir heute schon dabei sind, so Neuheiten zu zeigen, dann warum nicht? Also das ist jetzt die Verpackung von dem Topf und der ist, ja, haben wir schon wieder. Der ist auf jeden Fall einer der Töpfe, die was ganz Besonderes sind, weil der ist auch ofenfest bis zu 180 Grad. Und das ist eben was, wo nicht jeder Topf kann, weil die meisten Töpfe, da steht dran, da steht meistens sowas dran wie zum Beispiel bis 250 Grad hitzebeständig. Und das heißt dann aber nicht, dass es 250 Grad im Ofen sind oder im Backofen, sondern das sind dann 250 Grad auf der Platte. Eine Platte auf dem Herd kann auch sehr heiß werden. Ja, und der ist jetzt halt auch ofenfest. Ich dachte, ich habe extra gewartet bis heute, um mit euch den mal auszupacken. Der liegt jetzt in der Verpackung seit Ewigkeiten rum, weil ich den bis jetzt nicht auspacken wollte. Ja, also auf jeden Fall, so sieht dann der Deckel aus. Ich weiß, es ist jetzt nichts Besonderes, es ist ein Topfdeckel, aber ist halt der erste Topf meines Lebens, den ich mir selber gekauft habe von irgendwelchem Geld. Und der eben, ja, ich bin halt einfach total begeistert. Das tut mir leid. Ich dachte, die Begeisterung teile ich jetzt mit euch. Also, und das ist dann das Bodenstück dazu. Also er ist recht groß, aber schön leicht. Das war mir sehr wichtig, weil ich gesagt habe zu meiner Mom, ich brauche einen Topf, den ich auch im Notfall während einem Overload oder so benutzen kann, wo ich dann, wenn ich dann irgendwie sowas machen will wie eine Suppe oder so. Es ist halt so, ich esse eigentlich keine Suppe. Also dieser Satz ist Blödsinn, aber wenn ich irgendwie was essen möchte, was zum Warmmachen ist, dass ich dann einfach einen Topf brauche, den ich auch dann hochhalten kann. Und deswegen habe ich einen leichten gesucht. Also die erste Sache, die ich euch erzählen kann über Töpfe aktuell, ist folgendes. Das hat mir zumindest die Verkäuferin im Laden erzählt, weil ich habe eine sehr gute Beratung. Also sie hat zu mir gesagt, Made in Germany Töpfe gibt es jetzt sehr wenige nur noch. Und dass die meisten Töpfe inzwischen in China gefertigt werden. Und dass wenn man zum Beispiel einen Topf bei einem Fachhändler kauft, dass der dann immer Plano ist, weil das war mir sehr wichtig. Weil ich fand es, ich muss mal ganz kurz hier die Marke runterpulen, weil wisst ihr,
Wir wollen ja keine Product Placements hier machen, die gar nicht bezahlt sind oder so, sondern einfach nur so. So, das ist auf jeden Fall mein Topf, der da jetzt diesen riesen Flecken hat. Und der hat ein Fassungsvermögen von 3,5 Liter. Und ja, auf jeden Fall hat die mir erzählt, dass die Töpfe heutzutage zum größten Teil in China gefertigt werden. Und wenn man jetzt einen Topf zum Beispiel bei irgendwelchen Möbelhäusern, deren Namen ja, ich wollte jetzt einfach den Namen rückwärts sagen, aber ich weiß nicht, wie man den in der Rückwärtszeit. Also auf jeden Fall, wenn man bei einem der beliebtesten schwedischen Möbelhäuser kauft oder irgendwo so da Töpfe kauft, kann sein, dass die Töpfe nicht plano sind. Das heißt nämlich, dass sie nicht flach auf der Platte aufliegen. Das Wichtigste, wenn ihr euch einen Topf kauft, mal so als ein paar Tipps von meiner Seite, weil ich ja sehr viel koche und deswegen ein bisschen mich darüber informiert habe. Ich bin kein Experte, aber ein bisschen mich informiert habe. Ihr braucht auf jeden Fall einen Topf, der plano ist. Der Deckel und der Topf sollten aufeinander passen. Das klingt jetzt so nach einem total blöden Tipp, aber es ist wirklich manchmal so, dass man Töpfe kauft, die Deckel dabei haben, aber der Deckel nicht wirklich zu dem Topf gehört. Also achtet da drauf. Ihr braucht auf jeden Fall einen Topf, den ihr gut hochheben könnt. Und zwar einen, der, wenn er leer ist, euch schon vom Gewicht her passt. Weil wenn ihr eins dürft ihr ja nicht vergessen, wenn ihr den Topf dann benutzt, kommt ja noch Inhalt rein. Und wenn ihr das macht, dann ist es ja so, dass der Topf dann noch schwerer wird. Also sucht euch lieber einen Topf, bei dem ihr das Gefühl habt, der ist ja sehr leicht. Weil wenn ihr dann einen nehmt, viele haben früher gesagt, man muss schwere Töpfe nehmen, weil die haben besseres Metall und besseres Ding und überhaupt. Aber das Nachteil ist halt daran, wenn du schweres Metall nimmst und das dann befüllst mit Wasser, wird das schwere Metall noch schwerer. Das ist so ein Tipp, an den denkt man manchmal gar nicht, aber ist wirklich halt so ein kleiner Erfahrungsbericht meinerseits. Ich habe nämlich mal vor Jahren von meinen Eltern einen Topf geschenkt bekommen. Riesen Kübel, unglaublich schwer, aber schon im Leeren sehr schwer. Ich meine, als es leer war, habe ich gedacht, ja, der muss halt schwer sein, dann funktioniert das schon. Aber den habe ich seitdem nicht einmal benutzt, um ehrlich zu sein. Ja. Gut. Das so zu dem Thema. Ich habe mir dann aber noch, weil ich mich jetzt entschieden habe, ich möchte Dampfgar anfangen, weil das eben die Sachen etwas besser macht und wenn dann eben mehr Vitamine drin sind und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, die Verkaufsargumente für solche Geräte, die man so aufgesackt kriegt. Und weil ich eben den Topf von der Marke habe, habe ich mir gedacht, dann hole ich auch noch das Dampfgar-Ding, den Dampfgar-Einsatz. Und da ist gar keine Anleitung oder so. Ja, auf jeden Fall ist der Dampfgar-Einsatz auch nicht der normalste Dampfgar-Einsatz der Weltgeschichte, weil den kann man zum einen sehr groß auffächern und zum anderen ist er halt zweistöckig. Und sieht aus wie so eine Kuchenform gerade, aber ist es nicht. Also da kann man dann so sein Gemüse reintun und ja, das ist dann halt der Gar dann. Und was auch möglich ist, ist, wenn man es denn weiß, wie es geht. Sekunde. Ach so. Ja, so geht's leichter. Man kann den auch in zwei Stücke teilen. Und ja, dann kann man zum Beispiel den kleineren in einen kleineren Topf einfügen, also so, wenn man nur so klein was Kleines machen will. Und da kann man den halt dann auch so zum Beispiel, also einfach mehr Optionen. Da gibt es dann einfach mehr als nur eine Option, den zu benutzen. Oder man kann halt auch nur den großen in einen größeren Topf reinfügen. Oder man kann eben einen richtig hohen Topf dann sagen, ja gut, ich habe heute richtig Lust auf irgendwas Dampfgegartes, ich mache zwei Ebenen. Und Dampfgar halt hier zum Beispiel also Brokkoli und da unten noch ein Blumenkohl oder sowas. Ja, was kann ich euch zum Thema Dampfgar-Einsätze sagen? Gar nichts, weil ich da noch gar keine Ahnung habe. Also, ja, wieder mal hilfreich wie die Nacht schwarz. ja, das war eigentlich alles, was ich euch jetzt dazu so zum Zeigen, zum Erzählen hatte. Ich wollte einfach mal ein kleines... Ja, Elena zeigt ihre Einkäufe und ihre Erworbenschaften und ja... Video machen und gut, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so Dampfgar-Erfahrungen habt oder irgendwie sowas oder was war der letzte Topf, den ihr euch zugelegt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com.
Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich werde dieses Wochenende meinen Eltern vielleicht eine Karotte garen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Und ja, ich hoffe, dass es dann funktioniert. Und wir sehen uns dann. Bis bald. Ciao.